So, das ist jetzt rote Beete aus dem Glas. Das hat mich gewundert. Ja, du kannst sie, ich nehme sie immer aus dem Glas, wenn ich sowas mache, weil die, das spart eine Menge Zeit. Ja, vor allem wahrscheinlich nachher kommt, schmeckt das ja auch noch nach anderen Dingen. Also der Unterschied ist wahrscheinlich nicht so groß, wie wenn man sie selbst kocht. Ja, die Arbeit ist viel größer. Wenn du rote Beete frisch kaufst, ja, ja, musst du sie schälen, kochen. Ich weiß. Am Ende ist sie genauso, wie schmeckt sie ja, genauso. Ja, für Salat finde ich, glaube ich, besser frisch gekocht, selbst gekocht. Ja, aber ich meine, man muss ja die Leute nicht verschrecken. Ich mein, nee, außerdem brauchst du wahrscheinlich nachher auch noch ein bisschen Flüssigkeit. Ja, oder? Du musst sie abtropfen lassen dringend, weil am Ende dann kannst du selbst bestimmen, wie die Konsistenz ist. Ja, genau. Und deswegen ist es ja, okay, wahrscheinlich auch aus dem Grund gut. Okay, und jetzt macht man sie so klein, wie man will. Wer lieber ein bisschen was zu kauen hat, der lässt Stücke drin. Und machst du sie ganz breiig? Also nee. Mit ein bisschen Stücken? Bisschen, ja. Ah, gut. Aber du machst nachher noch, kommt noch Gurke rein und die bleibt auch so. Auch schön. Ah, das ist schön, ja. Bisschen Konsistenz. Wie heißt das? Die Suppe? Ja. Ja, die heißt, das ist ein russisches Rezept, ja, die heißt Zwerkolnik. Aber frag mich nicht, was das heißt. Aber du kannst Russisch, oder? Etwas, ja. Ich habe eine Tochter da in Moskau. Du hattest eine russische Frau, die erste Frau. Genau. Und von der wahrscheinlich oder ihrer Verwandtschaft hast du das. So ist das, ja. Kann ich mir vorstellen. Musst du mal sehen, wie das hier. Ich nehme an, das wird so sein, wie du das sieht ganz gut aus, ja. So ungefähr. Ja. Ja, ich habe viele Geburtstage da drüben zugebracht. In Russland? Ja, weil im Sommer sind ja immer die Ferien, ist ja immer der Urlaub. Ach so. Ich war früher am Theater, da muss man sich ja, ist man ja gebunden. Ja, an die Theaterferien. An die Spielferien. Ja. Und ja, und im Sommer ist es eher eine Sommersuppe, muss man sagen. Also hat auch mit, weil es geeist wird, ne? Die wird kalt. Ja, sie wird kalt, auf kalten Weg. Ich koche gar nichts. Du bist heute der Einzige, der... Ich koche. Mit Eis. Mit Hitze zu tun. Da sind solche Plastikdinger. Ich glaube, ja, genau, die sind ganz gut, um das rauszumachen. Ja. Ja, und da kann man sich das schön machen im Sommer. Ich finde auch, die Farbe ist sehr schön und passt auch besser zum Sommer. Also ich kenne ja nur diese klassische rote Beete-Suppe aus Russland. Wie heißt die? Borscht. Borscht. Aber das ist rote, ja, da ist vor allen Dingen auch Kohl. Ne? Das ist vor allen Dingen von Kohl und so. Ja, ja. Der ist etwas umständlicher. Das ist das Schöne an der Suppe, ist, dass sie sehr... Total einfach, ne? Ja, schnell. Total einfach, ja. So, super. Ich würde sagen, das reicht jetzt. Ja gut, ich kann dir das nehmen. Okay, danke. Ja, das ist eigentlich, ist das schon alles. Jetzt kommen die Zwiebelringe dazu. Also das ist ein Lauch. Frühlingszwiebel, oder? Ja, Lauch, ja. Ja, dieser kleine Lauch. Ja. Das ist, ich bin ja nicht so eine Art von Koch, der jetzt immer in Ohnmacht fällt, wenn die richtige Sorte Pfeffer nicht da ist. Nee, man muss halt nehmen, unkompliziert. Wenn es das nicht gibt, gibt es Schnittlauch, kann man auch nehmen. Ja, geht genauso gut. Aber du kochst schon regelmäßig, also wenn du nicht gerade einen Film drehst, klar. Ja, wir kochen auch für unseren Sohn. Also ich muss sagen, ich bin ein, du kriegst das ja bestimmt auch mit, diese... Tüten, Sachen, diese fertig. Ja, ja. Und die alle, die größte Begründung dafür ist ja immer, dass man sagt, man spart unheimlich viel Zeit. Ja. Man tut die in die Mikrowelle, reißt die auf. Ja. Jetzt trete ich jetzt hier an, um zu beweisen, dass es auch schnell geht und ich viel besser schmeckt. Ich bin ja auch ein bisschen berufstätig nebenbei. Ja, klar. Und deswegen habe ich auch überwiegend Rezepte, die total schnell gehen. Ja, das ist auch gut. Also auch und dieses, was ich jetzt mache, die Pfanne, wirst du gleich sehen. Es geht alles ganz, ganz fix. Na klar, und vor allem macht es mehr Spaß und schmeckt viel besser. Und ich muss auch sagen, bevor ich irgendwas Fertiges mache, also das Allereinfachste sind Spaghetti mit Butter und ein bisschen Salbei und Parmesan. Also es geht genauso schnell wie das Aufmachen. Sag mal, hast du was für die... ja, das Bioloch. Das Bioloch. So. So, okay, jetzt geben wir die Gurke dazu. Ja, einfach so. Das ist alles mit rein. Einfach. Saure Sahne dazu. Ja. Das Ganze wird dann vermischt. Dankeschön. So. Hast du im Sommer Geburtstag? Ja, am 8. August. Ich habe einen sehr einfachen Geburtstag. Ich bin am 8.8.64 geboren. Interessierst du dich für Mathematik? 8 mal 8 ist 64. Das ist relativ einfach. Das ist aber jetzt nicht so schnell drauf gekommen. Ja, klar. Ja, siehst du, so, jetzt nimmt das eine sehr schöne Farbe an. Wird so... toll. Ja, so pink irgendwie. Ja. Sehr schön. Super. Und jetzt gießt man eben, das ist jetzt ein Knoblauch, relativ dicker, ne? Brei. Ja, Mensch, den hier, Knoblauch, hier. Ja, steht hier. Pass auf, soll ich dir, kennst du diese? Nee, die kenne ich nicht. Ich hab so ein Ding, so eine Dings zu Hause, wo du... Ja. Also etwas grob, willst du ein feiner? Ja, also eigentlich schon, ja. Geht das noch? Sicher. Ja, siehst du, so ein Ding. Ja, die Susi. Du weißt, was bei den Balletttänzern die Susi ist. Nee, was ist die Susi? Das ist dieses Teil,
für das Wichtigste, für die Herren. Ach, Susi, Suspensorium. Ja, kommt vom Suspensorium. Ja, genau, Suspensorium. Unter den knappen Strumpfhosen. Ich habe einen ganz alten Koffer. Sag mal, das ist relativ viel. Ist das gut? Willst du so viel? Also, wir... Das ist eine gemäßigte Form, ja, die wir jetzt hier machen. Man kann das natürlich, das muss man ja dazu sagen, wie beim Kochen überhaupt, das ist alles al gusto. Man kann das machen, wie man möchte. Ja, ja. Und ich mag es gerne mit viel Knoblauch, mit etwas mehr. Ja, ja, gut. Ich bin so ein Knoblauchfanatiker. Ich habe früher in meiner Wohnung, als ich noch studiert habe, Toastscheiben, trockenes Brot mit Knoblauch eingerieben und in der Wohnung verteilt. Nee. Ja, warum? Damit es riecht. Ja, ich war süchtig nach Knoblauch. Mein Gott, das muss ich meinem Freund Fritz erzählen. Die Zeiten sind vorbei mittlerweile. So, also. Ist auch sehr gesund. Knoblauch ist gesund. Das wissen Sie doch von den alten bulgarischen Schäfern, die 160 Jahre alt werden. Ne? So. Ja, und jetzt ist das so ein Brei. Ne? Ja. Und wenn du jetzt willst, dass das ein bisschen dünner wird und ein bisschen flüssiger, dann gießt du das Wasser. Oder so viel davon, wie du möchtest. Damit genau. Noch dazu. Ja. So, ich würde jetzt mal sagen, so viel. Sehr schön. Und das vermischt man. Und dann? Tust du noch was Grünes irgendwie? Nee, das kommt am Schluss. Es gibt noch so gehackten Dill. Ah ja. Habe ich hier schon mal gehackten Dill. Der kommt aber am Schluss dann, wenn es auf dem Teller ist. Ah ja. Da braucht man dann auch noch ein gekochtes Ei. Aber auch erst am Schluss. Auch erst alles am Schluss. Eigentlich ist das jetzt soweit fertig. Man kann jetzt noch salzen, abschmecken, salzen, zuckern, ein bisschen pfeffern. Das machen wir gleich. Ja. Und dann kommt das in den Kühlschrank. Und je nachdem, wie man... Salz? Dankeschön, wie lange man das im Kühlschrank stehen lässt. So ein, zwei Stunden, oder? Muss man schon. Denke ich schon, ja, weil die verschiedenen Aromen natürlich sehr relativ starke. Die müssen sich Geschmäcker, ja jetzt irgendwie entfalten, genau, und verbinden. Und vermählen. Ja, genau. Ich habe jetzt einfach so, darf ich, ja? Ja, klar. Ich hatte mal die Idee, man müsste nach Farben kochen eigentlich. Wahrscheinlich genauso ein Irrtum wie Goethe damals mit seiner Farbenlehre. Ja. Aber ich habe mir immer vorgestellt, dass zu einer roten Suppe grüner Pfeffer natürlich wesentlich. Ja, aber das ist ja kein wirklicher Pfeffer. Das ist was anderes. Der grüne Pfeffer? Ja, nennt man grüner Pfeffer, aber es ist eigentlich irgendwie so eine, also es ist sowas Ähnliches. Also, es ist vor allem im Geschmack natürlich, gibt es nicht, also ich glaube schon, dass das, man könnte aber so pfeffern und dann noch ein paar grüne Pfefferkörner. Ja, so drauf. Als Dekoration. Ja, ja. Ich guck mal, vielleicht habe ich ja welche. Also grüner Pfeffer, hier. Allerdings, der ist getrocknet, weißt du, der ist nicht im gefriergetrocknet. Ja, gefriergetrocknet. Muss man einweichen, oder? Muss man, ja, nee, der wird hier drin, wird der sich schon, guck mal, macht sich gut, sieht gut aus. Das ist zum Beispiel neu. Wunderbar. Schauen wir das Rezept. Haben wir neu kreiert. Genau. Und jetzt kommt es in den Kühlschrank. Jetzt heißt es geeiste rote Beete-Suppe mit grünem Pfeffer. Zwiebelnick mit grünem Pfeffer. Zwiebelnick. Darf ich auch mal probieren? Das ist sehr gut. Ich will nämlich sehen, den Unterschied. Du hast ja eine im Kühlschrank schon, die schon kalt ist, seit zwei Stunden. Den Unterschied würde ich auch ganz gerne. Und jetzt noch kalt. Aber der eigentliche Clou kommt ja noch, den verraten wir nur noch nicht. Das du weißt ja, meine berühmten sind nicht immer die gleichen, wie die Leute glauben. Kein Fall. Also ich stelle die jetzt in den Kühlschrank? Ja. Wunderbar. Die andere ist schon drin. Ich würde sagen, weil du so fleißig warst, bevor ich anfange, trinken wir einen Schluck. Ja, gerne. Ne? Und ich glaube auch, weil du von Farben gesprochen hast, zu dieser Suppe, aber auch zu dem, was ich mache, man sieht es schon, hier sind Bohnen, was Deftiges. Mhm. Und das muss auch nach der Suppe, muss auch was Deftiges kommen. Und da passt natürlich ein roter, sicher besser als ein weißer. Und zwar habe ich ausgesucht einen Wein. Ich habe das gut besucht, letztes Jahr in Spanien. Ribera del Duero, das ist der Duro-Fluss, der in Portugal Duro heißt, wo auch der Wein für den Portwein herkommt. Und im Spanischen, das heißt dann Duero. Condado de Haza, das ist ein Schwesterngut zu Pesquera. Pesquera ist ein sehr berühmter Wein, und der aber auf den Fersen, nicht nur geschmacklich, leider auch preislich, die sind nicht mehr so billig. Die waren ja die große Alternative zu den Bordeaux und so. Und jetzt haben die aber schwer angezogen. Allerdings vom Geschmack auch wirklich was ganz Feines. Was mir an diesen Weinen gut gefällt, ist, dass wenn die sehr viel Sonne haben, oder kalifornische, einige von denen sind ja auch sehr gut, oder chilenische, dass man die auch schon trinken kann, wenn die noch nicht so alt sind. Na ja, das ist ja der Clou. Das geht ja hier kaum. Ja, aber die kannst du ja nie. Bordeaux nicht, aber das. Ja, ja. Was ist das? 97. Ja, gut, probieren wir es mal. Ja, schon.
Da sind schon einige Bären im Anmarsch. Mhm. Ha? Schön. Sehr gut, wunderbar. Schön. Schön. So, also, ich mache jetzt eine Zwiebel klein. Wieder mit meinem Zylinder. Kann man das mit diesem Ding eigentlich auch machen hier? Dieses Teil? Was? Achso, dann machst du damit an. Ach ja, genau, warte ich. Ah, gut. So. Nicht schlecht. Ja. So, und zwar zum Kochen nehme ich nicht dieses wertvolle Kaltgepresste. Ich habe ein tolles Olivenöl aus Spanien. Das tue ich zum Schluss noch mal für den Geschmack drauf. Aber jetzt, denn das verkocht ja. Und nehme ich diese Mischung aus Sonne und Oliven. Mhm. Das ist eine ganz gute Sache. Kannst du mir so einen Kochlöffel hin? Ja. So einen flachen. Holz oder? Ja, Holz. Ja. Ja, sowas, ja. So. Wie ist das? Wie sollte man? Ich habe mal gehört, man sollte Olivenöl gar nicht so heiß machen, gar nicht so erhitzen. Ja, also wenn du den Geschmack erhalten willst und wenn du ein richtig teures, gutes hast, das darfst du nicht kochen. Man kann es natürlich mit Olivenöl kochen, ist alles okay. Nur zum Beispiel, wenn ich eine Tomatensoße mache, jeden Dienstag für mein Team von Boulevard Bio, dann mache ich die mit normalem Olivenöl am einfachen oder mit diesem Sonne und Olive. Und dann ganz zum Schluss schalte ich aus, dann ist es zwar noch halb, und dann noch mal so 2 Esslöffel von diesem teuren, guten. Und dann bleibt der Geschmack. Denn beim Kochen geht viel von dem Geschmack weg. So. Aber so, dass da Schadstoffe frei werden oder was? So ist das stimmt. Nein. Dann liest du mir so Horrorgeschichten? Nein, nur der Geschmack ist nicht mehr so doll. Gibst du mir mal die Gewürze? Also im Verhältnis zu deiner Sache habe ich jetzt hier relativ wenig. Et Rosmarin, also Knoblauch, Rosmarin. Da bin ich ja immer großzügig. Mit den Gewürzen bin ich großzügig. Die anderen sagen immer nur eine Prise. Ich kann da gut mit 2 Prisen leben oder so. Ja, klar. Ne? Aber du tust die jetzt schon rein? Ja. Bevor das ganze andere Zeug kommt. Jetzt kommt da die Tomaten rein. So. Brech mir doch so einen Rosmarinzweig ab. Sehr, sehr gut. Den tun wir einfach nur so rein. Das ist so ein ganzes Ding hier. So. Ja, einfach so rein. So, und die alten Penner. Und die Uhr auf 12 Minuten. Machen wir die Uhr. So. So. Jetzt muss ich das hochstellen. Das köchelt jetzt vor sich hin, köchelt so ein bisschen ein. Gas ist gut, oder? Mit Gas kochen. Ich habe leider in meiner Wohnung Strom, wie fast überall. Ja, klar. Adam, ich hab Glück. Ja, ist gut. So, ein bisschen höher. Du, da kommen nachher die weißen Bohnen rein und Salz und Pfeffer und es ist fertig. Und das war's. Wieder auch so ein schnelles Ding. Ja, ist gut. Ist gut, ja, gut. Ne? Kann man sich merken. Es ist einfach zu machen. Wobei ich sage, ich habe ja früher auch, als ich angefangen habe zu kochen, ohne überhaupt Ahnung zu haben, was geht und was nicht geht, habe ich das war fast wie so ein Sport, so extrem Coching. So, oder so. So immer selbst, genau. Also. Ja, ich habe immer Sachen gemischt, von denen ich mir vorstellen konnte, dass sie gut zusammenpassen. Hab, Fleisch so relativ scharf gewürzt und scharf gebraten und mit Rosinen nachher so ein bisschen Rosinen reingeschmissen zum Beispiel. Ja, ich habe auch sehr reichhaltig gekocht. Viele Stücken Butter gingen damit. Also, ich muss sagen, ist ja alles gut und schön, Diät und so, aber so Geschmack. Ja, guter Geschmack ist nur, wenn er transportiert wird von Butter oder von gutem Öl oder das ist ganz. Also Käse oder sowas ist einfach undenkbar, wenn er nicht mindestens fett ist. Ja, ich esse ja dann lieber weniger. Ja, klar. Und seltener. Genauso übrigens, ich kaufe nur Fleisch. Ich esse nicht sehr viel klassisches Fleisch, also Rind, Schwein, Kalb. Aber Geflügel und Lamm, wirklich gutes, auch ein bisschen teurer und dann lieber seltener. Also, ja, genau. Verstehst du, ich muss ja nicht jeden Tag Fleisch essen. Ich esse so viel Pasta-Gerichte. Machst du auch Pasta? Ich habe mein Grundnahrungsmittel Nummer 1. Ja, bei mir auch. Na, dann habe ich das ja gut getroffen. Sehr gut getroffen. Ich habe auch meinen Sohn zum Beispiel, alle Kinder. Was damit Kindern macht man ja, die Pasta. Mögen das sowieso. Entschuldige, ich will nur ein bisschen umrühren, weil bei den Pennen muss man immer aufpassen. Die Penner, die legen sich gerne unten an. Ja, das ist toll. Ja, und da hast du dann, aber das, die Phase ist vorbei, die Experimentierphase. Die Experimentierphase komplett die nicht vorbei, aber diese ja. Diese also ich habe verrücktes Zeug gemacht, muss wirklich sagen. Auch Sachen da, ich habe zum Beispiel mal versucht, Reis zu flambieren. Nee.
Ja, also kam ich auf die Idee, Reis zu vermehren, habe ich mal für meine Mutter gekocht. Die hat, die war kurz, die war, also die musste sich sehr zusammenreißen, dass diese eine Gabel, die sie da genommen hatte, und dann war sie blieb, aber ehrlich, sie hat war. Gesagt, sie hat gesagt, das schmeckt, als hätte man irgendwo in die Ecke gedingst, nachdem man eine Nacht vorher schwer getrunken hätte. Weil das war einfach, ich weiß nicht, das passt nicht, das weiß ich jetzt. Man kann Reis nicht vermehren. Aber ist doch schön mutig. Sag mal, hast du von deiner Mutter gelernt? War das die Hauptköchin in der Familie? Nein, die Hauptköchin war eigentlich meine Großmutter. Es gibt einen wirklichen, was Küche angeht, bin ich so verwöhnt durch meine Großmutter. Durch die Großmutter? Ja, dass nie, zum Beispiel Rotkohl, Rotkraut, ne? Blaukraut, ja. Hat nie im Leben, habe ich das wieder so gegessen, wie die das gemacht hat. Ja, das und dieses Rezept hat sie leider, sie hat das Rezept, wir haben es aufgeschrieben, aber sie ist gestorben und keiner kennt den Clou, diesen einen Punkt, dieses warum entscheidende, doch so anders, ja, warum es komplett anders war. Na, das nehmen die Mütter und Großmütter mit ins Grab. Haben sie mitgenommen. Meine Mutter hat fast immer, wenn sie, bei mir nicht so sehr, aber wenn sie anderen Leuten ein Rezept gegeben hat, war immer irgendeine Angabe falsch. Und nicht, ich glaube nicht mit Absicht, aber irgendwo im Unterbewusstsein wollte sie nicht, dass sie das so gut machen wie sie. Ja, ja. Das ist verrückt. Es war auch schwer rauszukriegen, man hat gesagt, ja, wie viel soll ich denn machen? Ja, also, es gibt ja auch, ich komme ja aus Sachsen, da, ja. Und unsere Familie hat, auch, es gibt sehr starke Verbindungen nach Wien, also fast schon so in Richtung Balkan. Ja, du bist ja auf mal, also zwischen Sachsen und Wien liegt mein Geburtsort. Wir haben viele Sachen gemacht. Ich weiß, kennst du Himmel und Erde? Ja, klar. Hattet ihr das auch schon in der Sendung? Weiß ich jetzt gar nicht. Hat ein Gast, glaube ich, schon mal gemacht. Wunderbare Sache. Kartoffeln, Birnen, ja. Süß-sauer. Und habt ihr auch so böhmische Sachen gekocht? Viel, also, ja. Ja. Also Knödel. Also ich habe lange Zeit Knödel waren meine. Knödel. Oder dann bei uns hat man auch so Gulasch gemacht, auch so helles Gulasch und solche Sachen und so. Oh, meine Mutter, eines der Lieblingsgerichte meiner Mutter ist böhmisches, also eigentlich ist es mein Lieblingsgericht, sie macht es halt. Böhmisches Bierfleisch. Bierfleisch? Ja, Bierfleisch. Da ist der Trick, ist, du nimmst Schwein und Rind, je zur Hälfte, lässt das in relativ großen Stücken, viel Zwiebel, sehr viel Zwiebel anschmoren, ja. Scharf anbraten, ganz normal schmoren. Und dann Paprikamark. Das kenne ich. Richtig, das wird dann so hell, so hellrosa, genau, so dicke, und die Zwiebel verkocht ganz, oder? Genau, die wird völlig, geht die, völlig die, mit die sieht man gar nicht mehr. Und meine Mutter hat das auch gemacht, also bei uns haben wir es nicht mit Bier gemacht. Wird zum Löschen halt beim Schmoren. Ja. Und die hat immer gesagt, 1:1, also auf 1 Kilo Fleisch, 1 Kilo Zwiebeln. Ja, ja, genau, ne? Sehr, sehr viel, richtig, Wahnsinn. Genau. Ja. Ja, so. Mensch. Halt, in meine Penne. Riecht aber schon gut hier. Ja. Sieht das nicht auch schön aus? Sieht schön. Ich finde, rot und grün. Vorher gesagt, das auch mit den Augen rot und das, der Zweig und ist einfach toll. Und dann kommen die weißen Bohnen rein. Ich bin ja ein großer Bohnen-Fan. Ich meine, es ist manchmal ein bisschen problematisch. So. Aber ich liebe ja auch ich habe eine toskanische Bohnensuppe, ein Rezept dafür, das ich auch schon gemacht habe. Also ganz toll. Da kommt übrigens auch am Schluss nochmal gutes Öl drauf, wenn sie fertig ist. Weil das eben, das Öl, das man zum Kochen verwendet, das merkst du vom Geschmack nur noch peripher, aber das neue ja. Ja, ja, wunderbar. Also, sollen wir denn mal deine Suppe schon probieren? Wollen wir probieren? Ja, warum nicht? Probieren wir, sehr gut dann. Ja. Also interessant wird es eigentlich jetzt erst. Das vorher war ja einfach, weil wirklich interessant. Das ist jetzt die kalte. Das ist jetzt die kalte. Das ist die kalte. Du im Kühl, du hast glaube ich gesagt, du brauchst Wodka oder was? Und Eis ist alles da. So, ich mache mal ein bisschen Ordnung hier. Damit wir hier. Ist auch jemand, der immer gleich wegräumt und abwäscht? Nee. Sonst eigentlich nicht. Ich bin eher der Schlampige. Aber heute, damit wir hier Platz haben. Also, hier haben wir zwei Gläser, weil man muss natürlich einen Wodka dazu trinken. Das ist eine russische Suppe. Aber der eigentliche Witz an der Suppe ist, dass der Wodka nicht nur getrunken wird, sondern der kommt auch in den Teller. Soll ich Teller bringen? Eine Kelle? Wo finden wir eine Kelle? Kelle hier. Hier. Ah, ja. Sascha, jetzt geht es so los, man legt ein halbes Ei in den Teller rein, ja. Und zerdrückt das mit einer Gabel. Wenn du Lust hast, kannst du das ein bisschen mit. Ja. Also so zerdrücken. Einfach nur so klein drücken. So. Ich tue jetzt mal meine Bohnen rein, damit die auch ein bisschen warm werden. Sind die eigentlich aus dem Glas, die Bohnen jetzt? Nein. Die habe ich über Nacht eingelegt und dann am nächsten Tag gekocht. Mit ganzen Zwiebeln drin. So. So, jetzt kommt hier drauf.
bin ja auch nicht puristisch, weil du sagst, aus dem Glas. Wenn es mal ganz schnell gehen würde, würde ich sie wahrscheinlich auch aus dem Glas nehmen. Und ich nehme ja auch Fonds, fertige Fonds und solche Sachen. Die sind gut oft. Ja, und auch so Suppengeschichten, so Instant-Suppen und so weiter. Natürlich, für bestimmte Sachen, zum Beispiel Risotto, muss man, muss man die Brühe selbst machen. Okay. So. So, jetzt haben wir das. Ja. Also, jetzt kommt der eigentliche Witz. Man tut Eiswürfel drauf, wie gesagt, im Sommer. Ich nehme mal zwei für jeden. So. Soll ich denn noch so zur Dekoration? Ja, mach das doch. Und dann kommt noch hier ein bisschen Dill drüber, weil wir nun schon mal haben. Ah, dann sieht man die eh kaum noch in der Dill. Ja, sieht gut aus. So. Toll. So, und der eigentliche Clou ist jetzt, dass ein Fett als Geschmacksträger, Alkohol ist ja auch ein Geschmacksträger. Ja, sicher. Muss man einfach sagen. Da kommt jetzt hier drüber so ein Schuss. Ui. Ui. Den mit dem Löffel. Löffel? Ja, Löffel. Genau. Kannst du dir mal probieren. Und jetzt, trinken wir noch Wodka dazu? Klar. Mein lieber Mann. Und wer trägt mich raus? So, solange man was isst. Ja, ja. Mein Vater, hinterher oder vorher? Hinterher. Lass mich ein bisschen... Ja, jetzt den Wodka ziehst du so ein bisschen runter und dann... Der pusht noch mal so diesen ganzen... Bin ja sehr gespannt. Also, toll. Also das höchste, das ich zu vergeben habe. Also gemessen an dem Aufwand. Ja, ist toll. Bin ich auch. Sehr gut. Und dann das Ei. Toll. Und das ist natürlich kalt noch mal viel besser. Aber du, den Wodka, also... Als eigener Geschmack spüre ich ihn gar nicht. Und so viel darfst du nicht reingießen, dass du den durchschmeckst. Eben. Aber gut, man würde es, wir könnten, hätten zum Vergleich mal eine so lassen können. Man merkt es schon, der macht nochmal. Ja, weil du sagst, der verstärkt den Geschmack. Mhm, tut er. Aber den Eigengeschmack von den Sachen, die drin sind. Ja, klar. Wenn ich das ganz ausesse, den Teller, und noch ein Glas dazu trinke, dann komme ich nicht mehr zu meinem Bohnen. Gut, dann hast du das auch wieder. Sehr gut. Ich trinke ja so gut wie keine harten Sachen, was auch mein Leben rettet. Weil ich so viel Wein trinke, ich trinke gerne Wein. Und wenn ich dann danach noch einen Grappa oder einen Cognac oder einen Wodka trinken würde, das wäre, glaube ich, nicht gut für die Leber. Aber das Kochen ist sowieso verführerisch, finde ich. Ja. Weil du kochst du auch manchmal so mit bisschen Alkohol an die Soßen ran? So ein bisschen. Aber das verdampft, das verkocht. Nein, aber es steht ja da. Du kannst ja immer davon trinken. Ich koche nie, ohne dass ich eine Flasche Wein aufmache. Wein. Aber wenn ich kann also zum Beispiel, ich habe Gerichte, wo so eine Art so ein Calvados oder so reinkommt. Mhm. Ich käme nie auf die Idee, aus der Flasche, die ich jetzt hier reingehe, einzutrinken. Nee. Bei Wein, ja. Aber viele Köche machen das, habe ich gehört. Ich weiß, das ist aber... ein gefährlicher Beruf. Ich weiß. Viel Stress, viel Arbeit. Ja, ja. Und immer Alkohol. Und viel Alkohol. Ja, klar. Aber eben die harten Sachen, die dann gleich wirken, nicht den Wein wie wir. So, eigentlich müsste es jetzt... Grün, rot, weiß, grün. Schön, oder? Sieht schön aus. Das nehmen wir dann gleich raus. Jetzt müsste das eigentlich in einer Minute klingeln. Ich probiere mal eine. Ich nehme an, dass die gar sind. Ach, sind die so heiß. Okay. Kannst du eigentlich auch in kochendes Wasser reinfassen? Nein. Ein Ei zum Beispiel rausholen? Nein. Das kannst du? Ja, das kann ich. Glaube ich nicht. Ich bin sowas von hitzeempfindlich. Oh. Nee, furchtbar. Nee. Ich habe das Gefühl, es wird schlimmer, je älter ich werde. Ich kann auch so heiße Sachen nicht mehr essen. Es gibt ja so Leute, die können ja glühend heiße Sachen essen. Das kann ich nicht. Gut, aber solange das Zeug noch auf dem Teller liegt, sollte es schon heiß sein. Ja, ja, na ja, klar. So. Jetzt nehmen wir noch mal zwei schöne Teller. Soll ich das mal rausnehmen hier, dann schon mal so ein bisschen? Ja, die... und wenn du... So. Und die Oma hat nicht nur gekocht, die war wohl auch eine wichtige... Ja, sehr. Figur, hast du vorhin gesagt. Ja, das war so die, glaube ich, so das Zentrum unserer Familie. Das waren ja so die Omas früher. Das war einfach ganz was anderes, glaube ich. Da, die Nudeln sind fertig. Ja. Ah, ich wollte ja ein bisschen Öl. Das kann ich sogar hier noch drauf. Ja, komm mal. Wunderbar, kein Problem, kein Problem. Ja, also ich würde sagen, ich bin in einem Matriarchat groß geworden. Ah ja. Ja, unter Abwesenheit des Vaters. Ach, der war gar nicht da? Nee. Und auch so mit sehr...
geerdeten, sehr selbstbewussten und sehr familiär denkenden Frauen. Ah ja. Ja, absolut. Das was Gutes. Was man, sehr gut, sehr gut. Sehr gut finde. Großer Vorteil. Sehr gut. Sauerbraten zum Beispiel, auch eine tolle Sache. Hat die Oma gemacht? Ja, ja. Und richtig so mit zweieinhalb, drei Tage. Richtig liegen lassen. Liegen lassen und so. So, siehst du. Weil jetzt kriegst du den Geschmack von diesem Olivenöl pur. Während wenn du es nur mitkochst, ich hätte ja jetzt auch dieses Gute zum Kochen nehmen können, aber das würde nie genauso okay schmecken. Jetzt habe ich aber, glaube ich, auch gar nicht groß ge... Von lauter, du hast so interessant erzählt, dass ich alles vergessen habe. Pfeffer. Aber zum Glück lassen sich diese Sachen ja alle noch nachhinein. Nicht, also da ist ja nichts kaputt. So, Gabel oder Löffel. Also Nudeln mit Bohnen habe ich noch nie gegessen. Ja, das dachte ich mir. Gemeinsam. Wir müssten unser Wein hier. Dazu passt nämlich der jetzt natürlich. Ich habe neulich in einem Restaurant Fisch auf Linsengemüse gegessen. Ja, das und zwar komischer mit einem Trockenbeeren-Auslesewein. Och, das ist so eine eigenartige Mischung. Hat sehr gut geschmeckt. Heiß. Wunderbar funktioniert. Merkst du den Geschmack von dem Öl? Toll, ne? Das ist schön. Also wirklich, jetzt soll noch irgendjemand sagen, dass es schneller ging, eine Tüte aufzureißen. Nee. Das stimmt einfach nicht. Gut. Sehr gut. Also, deftig, aber ist einfach irgendwie lecker. Und ist mal was anderes. Ich mache ja immer meine normalen Tomatensoßen und so, aber ich finde, das war so eine kleine Abwechslung. Danke. Darauf. Prost. Ja.